Der Streamer Proletopia wurde auf Twitch gecancelt. Genauer gesagt demonetarisiert nach einer heftigen Hetzkampagne der Wokies. Proletopias erstes Statement dazu sieht wie folgt aus. Wir werden sehen, was passiert. Ich werde mich auf jeden Fall bei Twitch melden, das ist ganz klar, und werde Ihnen sagen, Sie sollen mir mal erklären und begründen, wieso das da ist. Okay, dass Sie mir den Partner wegnehmen, okay. Kann ich ja sagen, gut, Partner kann man ja nehmen, aber wieso demonetarisieren? Was habe ich denn gemacht, dass man mir die Monetarisierung wegnimmt? Wieso? Also, oder wieso entfernt man mir überhaupt den Partner? Ich habe gerade Partner Plus bekommen. Was ist denn los? Warum terminiert man einen neuen Vertrag, den ich bekommen habe, sozusagen? Was ist da los? Was ist da los? Nun, Proletopia hat eine andere Meinung. Er macht offen Werbung fürs BSW. Er spricht sich gegen Kriegshetze, gegen Kriegstreiberei, allgemein gegen jedweden Krieg. Er ist ja auch selber Kriegsflüchtling, hat er in seinem Stream ja auch häufig genug erwähnt. Und es hat dementsprechend bei der Ukraine-Thematik eine völlig andere Meinung als der Durchschnitt der Streamer auf Twitch, die schon zu einem großen Teil ziemlich woke sind. Und er macht, wie gesagt, offen Werbung fürs Bündnis Sarah Wagenknecht, auch das konträr zu vielen anderen Streamern, die doch Positionen vertreten, die sehr auf Mainstream-Linie sind oder sehr oft sehr viel woker sind, aber auch diese Wokisten sind ja absolute Fans der westlichen Kriegstreiberei. Ich nehme mal an, dass ist jetzt eine Spekulation meinerseits, dass das der Grund ist, warum Proletopia gecancelt wurde. An der Stelle noch mal kurzes Shoutout. Den Clip hier hat der liebe Kapulcu rausgesucht. Kapulcu Türkik, guckt da gerne mal auf Twitter vorbei, wenn ihr ihn kennt. Wie ist da jetzt bezüglich Proletopia zu verfahren? Also ich würde sagen, wenn ihr Proletopia bisher auf Twitch unterstützt habt, dann überweist ihm das Geld jetzt auf PayPal und schaut bei ihm auf YouTube vorbei, abonniert ihn da. Lasst ihm halt spüren, dass Twitch ihn hier nicht wegcanceln kann, denn Proletopia ist hauptberuflicher Streamer. Wenn Twitch die Monetarisierung ausstellt, dann verliert er halt einen Großteil seines Einkommens. Das heißt, er ist jetzt darauf angewiesen, dass Leute ihm anderweitig Geld spenden. In diesem Sinne, welche Maßnahmen habe ich da jetzt getroffen für mich selber? Ich glaube, da kann ich auch mal kurz aufklären. Ich habe mir selbst einen Kick-Account erstellt. Den hatte ich schon seit längerem, aber mittlerweile habe ich ihn auch in meiner Kanalbeschreibung sowohl auf YouTube als auch auf Twitch verlinkt. Abonniert mich gerne bei Kick und abonniert mich bei Odyssee. Odyssee ist ein Portal, wo meine ganzen Videos erscheinen, die ich auch auf YouTube online stelle und wo man auch nicht so schnell gecancelt wird wie auf YouTube. Also wenn ich auf YouTube gesperrt werden sollte, erscheinen alle Videos, die ich bisher auf YouTube hochgeladen habe, auf Odyssee. Und sollte ich auf Twitch gecancelt werden, also sollte Twitch mich komplett sperren, auch das kann auf dieser Plattform ja völlig willkürlich passieren, dann bin ich auf Kick verfügbar. Also keine Sorge, irgendeine große Plattform kann mich nicht einfach so canceln, sondern ich wäre dann einfach auf einer anderen Plattform. Deswegen abonniert mich bitte also nicht nur auf YouTube und Twitch, sondern auch noch auf Kick und auf Odyssee. Proletopia ist auch noch auf Kick, ihn könnt ihr da auch noch abonnieren. Also nur für den Fall, dass man komplett gesperrt wird. Denn ihr seht hier jemanden, der das Partner Plus Programm abgeschlossen hatte, der extrem gute Zahlen auf Twitch hat, der im letzten Jahr sehr viele Zuschauer dazu gewonnen hat, der sich immer an die Regeln gehalten hat, dem wird jetzt einfach so komplett willkürlich, sehr wahrscheinlich, weil er abweichende politische Meinungen vertritt, einfach die Monetarisierung entzogen. Ein Dekadent darf zum Wahlbetrug aufrufen, ein Neidern darf sich über das Canceln politischer Gegner freuen, und dazu kommen wir jetzt auch noch, aber ein Proletopia, der darf gar nichts. Danke Softgirl für den Raid mit hier Leuten. Freut mich, dass Leute hier noch reinraiden. Naja, weiter zum Thema. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt an, was Neidern dazu zu sagen hat. Beziehungsweise, das machen wir in einem eigenen Video. Das kommt auf YouTube, wenn ihr das auf YouTube schaut, morgen raus.